Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Leute, wir waren gestern feiern und zwar ziemlich lang, aber es war eine absolut geisteskranke Nacht. Und jetzt ist schon 16 Uhr, wir gehen jetzt was essen. Wir sind in Central Samui, das ist hier so zentral, so ein Kaufhaus. Und hier gibt es wirklich alles, Geschäfte, Restaurants und es ist echt richtig schön, richtig geile Atmosphäre. Und ich glaube, jetzt gibt es erstmal einen Burger, was sonst. So, Freunde, The Kitchen, hier waren wir glaube ich schon 30 Mal. Hallo. Richtig, richtig geiles Restaurant. So, Freunde, jetzt gibt's Burrata als Vorspeise. Ich liebe es einfach. Boah, einfach geil, Leute. Jetzt ist er da, der Kitchen Burger. Und ich kenne den ja schon und der ist echt richtig geil. Fast so gut wie Steak Burger. Aber da kommt nichts ran. Einen guten. Einen guten? Mmh. Boah, krass. Ist das Steak Burger? Wow. Die Frage ist eher, ob dann fragen, besser als Prime Burger. Mmh. Ja. So, Freunde, Essen war richtig gut und wie ihr vielleicht wisst, hasse ich Einkaufen über alles. Und jetzt muss ich mit den Jungs in ein Klamottengeschäft, weil die irgendwie Klamotten kaufen müssen, wollen. Schrecklich. Immer muss ich einkaufen. Immer müssen wir einkaufen. Eigentlich nur der Basti. Das ist so schrecklich. Wir müssen eh gleich noch Wasser einkaufen und davor noch Klamotten einkaufen. Leute, wisst ihr, warum der Leon das Einkaufen nicht mag? Weil er broke ist. Stimmt gar nicht. Freilich, du bist broke. Ich hab gar keinen Bock, hier in so billigen Geschäften einzukaufen. Was hast du dir gerade gekauft? Ein Tanktop. Bist du jetzt glücklich? Ich bin sehr glücklich. Freut mich. So, zufrieden? Ja. Also bist du jetzt fertig, oder? Eine halbe Stunde hat es wieder gedauert. Wir müssen immer auf den Leon warten. Immer müssen wir auf ihn warten. Der Leon hat Quatsch. Uns so ewig geschaut, aber am Ende nichts gekauft. Weil er gesagt hat, alles zu teuer. Ich habe die ganze Zeit auf euch gewartet. Ja. Ich wollte gar nichts. Ich habe nicht mal geschaut. Eigentlich hast du geschaut. Ich brauche nichts. Ich hab die ganze Zeit gerade auf dich gewartet. Ich bin nicht so materialistisch wie ihr. Materialistisch, also. Du bist der größte Materialist. Quatsch. Freilich. Hier geht's doch immer nur ums Geld. Stimmt noch gar nicht. Geld ist für mich wichtig als alles andere. Nee. Ich will ja nicht Milliardär werden wegen dem Geld. Freilich willst du nur teure Autos fahren, Yachten. Ich will überhaupt kein Auto fahren. Freilich willst du teure Autos fahren. Ich will Auto fahren. Nur Autos, überall. Das stimmt doch gar nicht. Freilich, du willst der Autofreak. Nee, gar nicht. Freilich, mit einem aufgemotzten GTI da. Ich weiß nicht mal, was GTI bedeutet. Eine Sache gibt, von der ich gar keine Ahnung habe und die mich nicht interessiert, dann sind es Autos. Leute, wir haben vor 2 Tagen in Solama investiert. Ich glaube, wie viel? 500 Euro? Ja. Bei mir sind es jetzt über 5000 auf jeden Fall. Bei Basti sogar noch ein bisschen mehr. Einfach crazy. Solama. Nicht Solana. Solama, wie das Lama. Die Token-Adresse ist in der Beschreibung. Big Camera. So, Freunde, das ist immer ganz gefährlich, wenn wir in ein Kamerageschäft gehen, dann wollen wir uns nämlich jeden Scheiß kaufen. Naja, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Eben, Solama ist ja jetzt so gestiegen. Ja, eben, Solama ist übelst krass gestiegen, da kann man sich auch mal eine Drohne für 2.000, 3.000 Euro gönnen. Eben. Also, sehe ich jetzt nichts verwenden. Außerdem ist es ja eine Business-Investition. Eben, und wir hätten dann immer noch Geld übrig, wenn wir uns die Drohne holen. Richtig, ja. Ah, geil. Richtig nice, Alter. Das lässt du dir entgehen, Leon. Das lässt du dir jetzt entgehen. Freilich. Immer wo du hast so einen Kameramann, der die ganze Zeit so rückwärts vor dir herläuft. Das ist voll geil. Hey Leute, wir suchen immer noch nach Kameramännern. Oder nach einem Kameramann. Oder Frauen. Oder Frau, genau. Also wenn am ihr, besten sogar Frauen. Wenn ihr mit uns reisen wollt und filmen könnt und Videos editieren könnt, dann schreibt mir auf Instagram. Oder mir. Oder ihm. Oder mir. Oder ihm. Wir bieten sehr gute Arbeitsbedingungen. 54 Euro Basis. Ey, die können mit uns reisen, das reicht doch. Die verdienen gar nichts. Ja. Können immer in den krassesten Villen wohnen. Kriegen sogar ein eigenes Schlafzimmer. Ein bisschen eigenes Geld brauchen sie auch. Ja, stimmt. Okay, ein bisschen was. 450 Euro. Naja, was sonst? Also.
Ich denke, das ist ein geiles Leben, wenn du freilich Kameramann bist und an geile Orte reisen darfst und alles bezahlt bekommst und nebenher noch selber sogar noch ein bisschen was verdienst. Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, da kann man sich eher weniger beschweren. Ja. So, ganz wichtig, Bier. Genau. Wir machen heute einen Filmabend und dazu gibt es natürlich immer ein Bier. Das ist ganz wichtig. Ja, hier an der Seite Tinder. Einfach Tinder-Werbung. So, was ist der Plan? Jetzt fahren wir erstmal heim. Und dann? Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir schauen den amerikanischen Kuchen. Wir schauen den amerikanischen Kuchen? Ja. Okay. Wir schauen einen Film heute in unserem Kinoraum. Ja, aber erst nach dem Essen, oder? Erst nach dem Essen. Wir schauen... Ja, Tag. Der Tag ist schon fast vorbei. Ja, wir schauen jetzt einen Film, dann gehen wir erst noch einen Film. Ach so. Ach so. Ja, was ist da? Ist er gar nicht da? Hallo. Wir sind jetzt Sushi essen und was bestellen wir? Natürlich ganz viel Nigiri. Ganz viel Lachs. Ja, 45 Nigiri bestellen wir plus Sashimi. Ich hab Bock. Das wird geil. Übelst. So Freunde, schaut euch das an. Wir sind einfach hier in der Speisekarte drin. Das sind wir. Das war ein Fotoshooting, da wurden wir letztes Jahr spontan eingeladen. Und jetzt sind wir in der Speisekarte. Und bei Bangkok Airways in jedem Flugzeug. Geil. Jeder kriegt jetzt so eine Platte. Oha Leute, jeder kriegt so eine Platte. Ganz viel Nigiri und Sashimi. Krass. So Freunde, schaut euch das an. Einfach nur geil. So Freunde, der Test. Boah. Hammer. Geil, oder? Richtig lecker. Übelst geil. Können wir gleich noch eine Portion bestellen. Jetzt kriegen wir noch was aufs Haus. Krass. Bin ich mal gespannt. So Leute, das ist kostenlos. Schmeckt gut, ja. Die beiden Jungs mussten sich jetzt unbedingt noch eine Portion bestellen. Warum isst denn du nichts mehr? Ich bin satt, also. Du bist satt? Ja. Warum kannst du mal so viel essen? Nee, ich könnte schon mehr essen, aber ich mach's nicht. Man sollte nur so viel essen, dass man ca. 80% voll ist. Dann funktioniert man viel besser. Ja. Nicht immer voll fressen, so wie ihr. Wir sind ja gerade erst 80%, noch nicht 80%. Ich bin jetzt bei 50%, ich weiß gar nicht, was los ist mit dir. Okay. Ey, das ist so krass, jetzt gibt's einfach nochmal was aufs Haus. Einfach nur geil. So Freunde, wir haben gerade noch einen Film geguckt und die Jungs sind jetzt ins Bett gegangen und ich muss jetzt noch meinen Vlog schneiden. Es ist 2 Uhr nachts und das ist jetzt so ein Moment, wo ich das ein bisschen bereue, dass ich jeden Tag einfach ein Video hochladen will. Ja, aber es hilft alles nichts. Ich bin zwar todmüde, würde jetzt so gern schlafen, aber ich setze mich jetzt einfach noch an meinen Laptop und schneide jetzt noch diesen Vlog. Keine Ahnung, wie lange es dauert, 2 Stunden. so ist das Leben, aber das ist echt... Für mich echt eine richtig geile Möglichkeit, um hier Disziplin aufzubauen, weil Disziplin bedeutet ja, Dinge zu tun, auf die man überhaupt gar keinen Bock hat. So baut man Disziplin auf und das mache ich jetzt, auch wenn ich die Vlogs eigentlich gern mache, aber wenn man todmüde ist, dann hat man einfach gar keinen Bock, jetzt noch einen Vlog zu schneiden. Aber ich mache es einfach. Und in dem Sinne, Leute, macht mal Dinge, auf die ihr keinen Bock habt. So lernt ihr Disziplin. In dem Sinne, macht's gut.